Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten For Next Time Podcast. Freut euch auch wieder auf heute. Wir haben vieles Spannendes für euch. Aber erstmal begrüße ich Florian und Philipp hier bei mir an meiner Seite. Sie dürfen heute auch mal mit ins Intro reinsprechen. Sagt, was euch auf den Herzen liegt. Hallo, liebe Außenwelt. Wir sind hier gefangen. Holt uns hier raus. Jungs, ich kann schon kaum aufhören, diese Musik zu hören. Es stimmt nicht. Eine halbe Stunde laufen fröhlich. Oh ja, das wird was Tolles. Okay. Oh. Schön. Das ist eine ganz schöne Anstrengung, dass zum Schluss auch dieses You immer kommt. Ja, das ist gar das nicht aushalten. So einfach. Ja. Das ist schön. So. Erstmal, Jungs, wie geht es euch? Mir geht's gut. Es ist nach wie vor nichts weiter Interessantes passiert eigentlich so. Man sitzt immer noch zu Hause und geht halt so seinen Tätigkeiten nach, irgendwie hauptsächlich natürlich alles verbunden mit der Musik. Aber was heißt denn hier, ist nichts passiert? Was meinst du? Ja, es ist natürlich was passiert. Ja. Am Dienstag. Ja, echt mal. Philipp! Klar ist was passiert. Was ist am Dienstag passiert? Ich glaube, wo es hakt. Was haben wir heute Donnerstag? Was ist am Dienstag? Nein, heute ist Sonntag. Sonntag, der 24. Scheiße. Zweite Folge Podcast. Philipp, was ist vor 5 Tagen gewesen? Was da gewesen ist? Am Dienstag. Komm, wir spannen die Zuhörer jetzt nicht so auf die Folterbank. Alter, Philipp, hä? Phil, ist das dein Nur Ernst? Mit dass dir. Dass wir zusammengesessen haben. Nur mit dir. Nur mit mir. Nur mit dir. Wir haben etwas Schönes vorbereitet. Nein, das haben wir schon früher vorbereitet. Aber das kam da. Ey, ich stehe gerade hart auf dem Schlauch, ohne Mist, ne? Wir haben uns Dienstag getroffen. Also, es kam ein neuer With Song? Dir? Ein neuer Song. Ach, ein neuer Wo Song. Ja, genau, ein neuer Song. Wo Ach, kam ja. der denn, Philipp? Oh. Wo kam der? Der kam auf Spotify. Das ist so ein neu moderner Streaming-Plattform. Streaming, für alle, die es nicht wissen, heißt Fluten. Nein. Ja, genau. Unser Online-Opa. Wir haben uns sehr drüber gefreut. Mit jedem kleinen Stück wächst das Album auch im Internet heran. Wir hoffen natürlich immer noch, dass sich das auch analog weiterverkauft, weil so eine Platte anzufassen ist natürlich immer noch schöner, als das im Internet welche. Zu hören. Ne? Durchaus. Welche. Und die sind wirklich. Es sind noch welche da. Ja. Ja, Florian, bei dir? Gibt's ja. da was Neues? Was Neues? Was Neues? Im Prinzip, sehr viele Gedanken momentan im Köpfchen drin. Wie es weitergeht, wann es weitergeht, Auftritte etc. Ich glaube, das beschäftigt uns alle zurzeit. Ansonsten geht's mir prima soweit und ich freue mich auf die heutige Folge. Ich bin das gespannt, was uns heute erwartet. Es kann ja nur gut werden. Aber bevor wir mit unserer ersten Rubrik anfangen, habe ich noch was. Und zwar für die Zuhörer. Die können nämlich dann nicht nur zuhören, auch zuschauen. Wir spielen nämlich mit einem extra für euch produzierten Video am 29.01. beim Don Bosco Festival. Beim Don Bosco Fest. Beim Online-Bandabend. Ihr könnt dabei sein. Geht mal auf Facebook und sucht da mal das Don Bosco Fest und den Online-Bandabend. Da könnt ihr in der Veranstaltung gleich den Link zu YouTube finden und dann am 29. ab 20 Uhr dabei sein. Na, besser geht's doch gar nicht, oder? Ja, es sind mehrere Bands, sehr viele Bands dabei. Philipp, was wolltest du sagen? Ich wollte genau das Gleiche sagen wie du. Wir hatten den gleichen Gedanken zur selben Zeit. Ja. Viele tolle Bands. Also es sind sehr viele Bands, auch mit denen wir schon live performen durften. Auch deutschlandweit vertreten, nicht nur aus einem gewissen Kreis, sondern auch ein bisschen überregional. Es wird richtig herrlich. Ich freue mich drauf.
Aber natürlich, darauf warten die Leute. Das ist so, wie ich es zumindest mitbekommen habe. Vielen Dank für unsere Zuhörer, die das auch immer so schön zurückmelden. Bisher die Lieblingsrubrik. Und zwar kündige ich sie jetzt einmal an. Wärt ihr noch mit mir befreundet, wenn... Wow. Ja, wow. Diesmal gibt es dazu aber eine kleine Moderation, denn es ist nicht ein normales, wärst du noch mit mir befreundet, wenn, sondern ich wäre wieder eine Person mit einer gewissen Spastik. Und diese Spastik ist dieses Mal ziemlich prekär, aber... Prekär. Wärt ihr noch mit mir befreundet, wenn ich immer so reden würde wie so ein Moderator im Kirmeswagen? Okay, da also, ihr müsst euch vorstellen, noch eine Runde, es kommt dauerhaft in jeglichen Gesprächen ab und zu einmal vor, noch einmal einsteigen, es geht los, dass ich aus Versehen anfange so zu reden und es geht einfach nicht anders. Okay, ich möchte gerne die ersten Fragen stellen. Stell mir eine Frage dazu. Also erst, okay, wäre deine Stimme von Natur aus so oder hättest du quasi wie so ein Gerät in deinem Hals irgendein hinten drin, was das so verstärkt? Also ich kann erstmal ganz normal reden, ne? Das ist so ähnlich wie Tourette. Okay. Würde ich das jetzt einfach mal deklarieren. Und zwar kommt das einfach raus, unkontrolliert, aber schon meist so getriggert durch gewisse Situationen. Ich würde jetzt einfach mal ein Beispiel nennen, weil darauf habe ich mich vorbereitet, auf diese Frage. Ja, und die Frau, die nimmt sich jetzt die Birne, sie packt sie ein in ihren Wagen und jetzt steht zur Kasse gerade 50% Rabatt. Woo! Okay. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Würden das alle Leute so hören? Das würde dann instant durch alle Lautsprecher gehen. Das, also in jeglichen Situationen. Auch durch alles, was vor Ort ist. So, da läuft gerade irgendwelche komische Musik, die Leute zum Einkaufen animieren soll. Dann schreist du da einfach komplett zwisch. Okay, gut. Ja. Nein, ich wäre nicht mehr mit dir befreundet. Ich sage auch eindeutig nein. Also da war der Schlagerstar doch deutlich erträglicher. Ja, wir konnten den Schlagerstar ja auch gar nicht mehr abwenden. Der war ja schon drin. Der war schon nicht abwendlern. Naja, ihr hättet mich ja rausschmeißen können so. Also, was ist aber jetzt so das Problem daran? Das Problem ist, warum darf ich dann nicht bei euch dabei sein? Das Problem ist, dass ich nach einer Woche komplett psychisch fertig wäre. Ja. Nicht überall diese Stimme hören würde und die ganze Zeit irgendwie so einen gewissen Grundpegel hätte, weil ich denke, ich bin die ganze Zeit auf dem Jahrmarkt gefangen. Ich hoffe, vor, wir pennen dann mal bei Max und er spricht halt beim Schlafen. Das wäre halt richtig belastend. Dass das da auch losgeht. Ja, so, du liegst zwar drei Zimmer weiter, aber wir hören es halt einfach komplett. Ja, es geht halt über alle. Ich glaube, ich habe zu übertrieben diesmal angefangen. Ja, aber das ist jetzt muss ich das natürlich noch. Aber ab wann würde der Punkt kommen, wo ihr vielleicht auch bei sowas sagt, dass ihr noch mit mir befreundet werdet? Wenn man schallsichere Helme erfindet. Also ich wäre definitiv noch mit dir befreundet, wenn du, wenn diese Ausschweifungen nur kommen würden, wenn du dich richtig, richtig extrem freust, weil dann würde ich das richtig feiern. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, wenn du irgendein richtig krasses Erlebnis hast oder sagst uns irgendeine gute Botschaft, eine gute Nachricht so und dann würdest du so ausrasten. Das würde ich halt richtig feiern. Das wäre cool. Weltmeister! So ungefähr beim Fußball, ja? Genau, nur auch auf andere Sachen bezogen. Also, das wäre okay für mich. Weil wenn zum Beispiel ein Gratis-Coupon bei McDonald's gibt, kannst du auch. Zum Beispiel. Okay. Oder wenn wieder die Rossmann-Coupons im Briefkasten sind. Wenn dein Lieblingseis im Rewe runtergesetzt ist, kannst du auch den ganzen Laden zusammenschreien. Das wäre okay. Also, das ist so der Punkt, da würde ich sagen, jo, das geht klar. Wenn es ab und zu mal passiert, dann fände ich das sogar sehr lustig. Würdet ihr es auch provozieren? Ja, wir würden dir jedes Mal bei der Probe so ein kleines Geschenk mitbringen. Ach ja, das wird toll. Wenn du dich drüber freust. Aber
Ich will nochmal auf das eingehen, was Philipp gesagt hat. Er meinte, er wäre noch, wenn ich das hätte, so, in dieser extrem krassen Ausführung, wäre noch mit mir befreundet, wenn er schallabsorbierende Kopfhörer hätte. Das heißt, du wärst von der Art noch mit mir befreundet, wenn du aber jedes Mal bei mir Kopfhörer aufhättest. Das ist natürlich sehr lieb. Das ist nett. Das ist ja toll. Also, so, es ist ja auch vorteilhaft. Ich könnte im Winter auch meine Ohren dabei wärmen. Und nein, jetzt schweif mal nicht aus hier. Nein, aber nein, das Ding wäre halt einfach, es wäre, du bleibst ja vom Typ her gleich so. Ich sehe dann halt nur alle 5 Minuten halt mal deinen Mund sehr weit aufgehen. Und dann weiß ich halt schon, okay, alles klar. Jetzt muss ich halt auch mal langsam die Kopfhörer aufziehen. Es ist schon wieder auch was Freudiges passiert. Irgendwas Räudiges. Ja, das wäre ja dann nicht in der ersten Form, wäre es ja ach so, nicht stimmt, so, ja, dass in der es nur durch Form Freude getriggert ja, ist. Das ne? war ja da dann kommt alles. Dann, ja. Nee, dann müsste ich die natürlich dauerhaft aufhaben und dann dürfen wir uns auch nur in geregelten Abständen sehen. Immer wenn mein Therapeut das zulässt. Und, du dürftest niemals mit dem Rücken von der Wand wegsitzen, Phil. Du müsstest immer mit dem Rücken an der Wand sitzen, dass du siehst, wenn Max kommt. Das stimmt. Ich muss immer gut vorbereitet sein. Du sitzt gerade am Aufnehmen oder so im Proberaum und Max kommt von hinten rein und weißt du, ich hab jetzt gerade schön in die Aufnahme rein. Ja, ich habe jetzt gerade selbst festgestellt oder selbst eine Diagnose gestellt, was mit mir los wäre, wenn das so wäre. Ich glaube, ich wäre komplett paranoid, weil ich das einfach überall ständig hören würde und überall gucken würde, ob Max irgendwo rumspringt. So. Ja. Das wäre, weiß ich nicht, hätte sehr, sehr, sehr viele Stimmen und die würden alle nach Jahrmarkt klingen im Kopf. Jetzt müssen wir aber ganz leise sein, denn Philipp will aufnehmen! Stell dir mal vor, das wird in so eine Situation kommen. Einfach so. Aber ein bisschen lustig wäre es. Vielleicht, ja, also stell dir mal vor, das würde es geben. Und du hättest halt dauerhaft so ein Megafon dabei, ne? Also wie sollte das auch anders funktionieren? Wie könnte das aussehen? Dass du anstatt so einer Hand ein Megafon hast, oder wie? Du hast einfach einen richtig langen Hals. Und da sind so Regler drin, die das dann automatisch einstellen, oder was? Ja, das ist dann so, wenn du so eine Röhre reinrufst, dann hält das ja auch so komisch nach, weißt dann du? Dann sprichst wenn du doch ganz, immer so. Wenn dann so ganz lang, ja, dann sprichst du, das war ja das erste Ding, wenn du immer so sprichst. Nee, da ist nicht immer so. Beim ersten ist es so, dass es ähnlich wie beim Tourette-Syndrom so Trigger gibt, die quasi diesen Effekt auslösen. Ja, aber es kann halt jederzeit passieren. Genau, es kann jederzeit passieren. Okay. Ne, also, ja, wie kennen wir, gut, ich beschäftige mich nicht so oft damit, aber was man ja oft kennt, dass wenn unangenehme Situationen oder so Situationen mit Polizisten beispielsweise, die lösen das ja schon aus, dass die dann anfangen, jemanden zu beleidigen oder so. Bei mir wäre es dann aber eher so in Richtung Kommentieren des Umfeldes. Aber man muss ja bedenken, wenn du diesen langen Hals hättest, dann müsste man ja auch alles komplett umbauen. Wir müssten deine Wohnung neu machen. Wir müssten. Oder du müsstest halt immer. Oder ich müsste in der Scheune leben. Oder wir müssten dich halt immer tragen. Also so komplett quer durch die ganzen Türen und so. Wir brauchen halt als Fahrzeug das Papamobil, wo ja, genau. Ja. Dass man da komplett drin sitzen kann. Wie lang wäre denn der Hals? 83,4 Meter. Ah, jo, Flo, jetzt ist aber ein bisschen übertrieben. Naja. Ja, wie lang wäre denn das? Also, man müsste ja schon davon, weiß ich nicht, also müsste ja davon ausgehen, dass das auf jeden Fall mindestens doppelt so lang wäre wie dein jetziger Hals. Also vielleicht. Ja, ich habe einen kurzen Hals. Mindestens, Alter, wenn du diesen Hall erzeugen willst und die Lautstärke, dann brauchst du mindestens einen Durchmesser von, sag ich mal, 30 Zentimetern und eine Länge von, ich glaube, was waren das? Ich hatte das vor kurzem mal ausgerechnet, 12,3 Meter. Was hast du ausgerechnet? Entschuldigen Sie, Herr ja, Professor, ich habe mir da tatsächlich nicht mal so gut. Letzte Woche Gedanken drüber gemacht, wie das wäre, wenn es so wäre. Deswegen fand ich es gerade ein bisschen komisch, dass du die Frage halt gestellt hast. Du hast dir echt überlegt, wie sich ein Jahrmarktsprecher anhört? Ja. Wenn es natürlich wäre. Genau, also wie das auch physikalisch möglich wäre, dass du mit so einem, also wie lange dein Hals sein müsste und welche Beschaffenheit, welches Material, müsstest dann so leichte Metallbeschichtung in deinem inneren Hals haben. Ich bin jetzt richtig geflasht, wie kannst du dir darüber Gedanken machen?
Ja. Also gleich, warum sind wir so durch im Kopf, dass wir uns da... Mir kam die Idee, eigentlich das zu fragen, wie kam mir denn die Idee? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann habe ich mir auf YouTube halt ganz viele Videos dazu angeguckt, was die so labern. Ne? Und das so ein bisschen versucht, so nahe zu implizieren. Ist ja auch, weil man war ja so lange nicht draußen. Ne? Richtig. Das schöne Stadtfest-Feeling mal wieder einfangen. Ja. Und jetzt geht's rückwärts, rückwärts. Aber es ist halt komisch, dass du dir darüber Gedanken machst. Warum musst du dir halt so lange sein dafür? Ja, das habe ich mit meinem alten Physiklehrer ausgerechnet. Herr Dr. Jonke. Dr. Jonke, das war der beste Mann. Der hat mir immer nur Einsen gegeben und auch einmal eine Drei. Da war ich traurig. Ja. Alle da haben mich ausgelacht. Da hast du den Durchmesser von dem Hals ausgerechnet, ne? Ja, ich habe mir geschworen. Ich werde es ihm zeigen. Ich werde es ihm heimzahlen. Aber könnte das nicht auch anders entstehen? So ähnliches Prinzip wie eine Tröte? Ja, wenn du quasi eine Art Spule machst mit dem. Mit der oder, wenn ihr, oder wenn dir einer ganz hart auf den Kehlkopf haut. Nee, ich meine das in, dem Prinzip, dass es lauter wird, wenn du so eine kegelförmige. Ja. So einen kegelförmigen heißt das, oder dass halt zumindest die Luftröhre so unten, keine Ahnung, so ein, da, so ein Bild im Kopf paar so. Millimeter Durchmesser hat, durch Schwingung. Ähnlich wie die Peristaltik, ne, die ja das Essen in der hier Speiseröhre nach unten transportiert, dass so ein ähnliches Schema wirkt mit Schall. Dass es quasi durch Vibration in der Luftröhre es wäre das in, direkt in Schwingung bringt und dann mit so einem trötenförmigen, ja, Gebilde der Luftröhre, das halt immer größer wird, dann da irgendwie das rausströmen kann. Es wäre es tatsächlich nicht möglich, das habe ich lustigerweise auch vorletzte Woche ausgerechnet, wenn du diesen Trichter halt oben am Hals hättest, nach oben hingerichtet und hättest dann quasi so ein Gebilde, ein Sechseck, also ein Hexagon, wenn ich richtig liege und wenn ich in Physik ein bisschen aufgepasst habe und in Mathe. Schreib's in die Kommentare. Und Französisch. Genau, schreib's in die Kommentare. Und dann müsstest du quasi um diesen Trichter so ein Gebilde haben, was mit an so einem Drahtgestell mit Federn, ganz wichtig, mit Metallfedern verbunden ist, dass die schwingen können. Und dann könntest du halt, dann würde sich der Schall halt oben brechen und ach, das wäre jetzt zu viel, das zu erklären. Flo, schreib deine Hausaufgabe fürs nächste Mal. Mal uns bitte dieses Konstrukt auf. Wir möchten gerne verstehen, was in deinem Kopf vorgeht. Oh, so ein übelst gequälter Max, wie diese Zahnspangengestelle früher hier wurde, so übelst die fetten Dinger da um den Kopf hatten. Sowas hat Max dann auch. Ich glaube, ja. Da wäre Max mehr gequält als wir. Aber ihr wärt vielleicht noch mit mir befreundet, weil ihr Mitleid hättet. Ja, vielleicht. Wenn wir dich überhaupt kennengelernt hätten. Wer weiß, wo du dann rumgesprungen wärst. Ja. Oh, das ist schon krass, denke ich mir. Aber gut. Aber apropos Hausaufgabe für das nächste Mal. For next time. Sollt ihr nämlich weil wir so heißen. Uns gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von uns die nächste Podcast-Folge moderiert. Ich habe ja jetzt diese und letzte übernommen. Das soll natürlich nicht immer so sein. Wir wollen da ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und die nächsten zwei Podcast-Folgen werden entweder von Flo oder Phil übernommen. Also schreibt gerne den Namen, den ihr gerne als nächstes als Moderator hören wollt, in die Kommentare. Und derjenige darf sich dann natürlich darauf vorbereiten. Darf wir uns ganz kurz dazu, Entschuldigung, noch Kosenamen ausdenken, die Leute dann in die Kommentare schreiben? Also sie schreiben nicht Florian oder Phil rein, sondern was anderes, was wir gerne möchten. Oh, dann müsst ihr jetzt aber jeder einen Namen nennen. Okay, ich möchte gerne, dass ihr, wenn ihr für mich wählt, in die Kommentare schreibt den Namen Elias Svantesson. Das ist mein Name. Niemand von den Leuten weiß überhaupt, wie dänische Buchstaben mit der Tastatur gemacht werden. Naja, ich glaube, Svantesson ist Svantesson jetzt okay. Geht noch, ja doch. Das ist, ja, das geht noch. Das ist gerade eine sehr große Herausforderung, mir auch etwas derart Gutes auszudenken. Mhm. Ludwig von der Teergrube. Ludwig von der Teergrube, okay. Also ihr wisst Bescheid, ne? Unsere normalen Namen zählen nicht, nur die ausgedachten.
Genau. Das ist nochmal ein bisschen schwieriger dann für euch. Also entweder stimmt ihr für nächstes Mal für Ludwig von der Teagrube oder Elias Svantjesson. In die Kommentare jetzt gerne sofort auf der Stelle direkt. Also, es geht los! Ganz gerne klar. Die Abstimmung. Ich habe es gehofft. Ich habe gehofft, dass es jetzt kommt. Sehr gut. Wir haben aber auch noch für das nächste Mal etwas anderes vorbereitet oder wollen etwas anderes vorbereiten. Da, wenn ihr schon mal in den Kommentaren seid, könnt ihr euch da auch gleich was zu überlegen. Denn wir wollen eine neue Rubrik jetzt genau an dieser Stelle im Podcast einführen. Und zwar lautet die nächste Rubrik, die jetzt an dieser Stelle kommen soll: So sieht mein Traum ... aus. Ah, ja. Und was kann bei diesem ... stehen? Es geht darum, dass wir uns drei verschiedene Dinge überlegen, genau zu dem, was auf diesen Punkten sitzt. Also, das kann ein Supermarkt sein, das kann ein Polizeirevier, ein Freizeitpark und sonstiges sein. Ein oder Jahrmarkt. Eine Kirmes. Ein Jahrmarkt. Und wir dürfen uns überlegen, wie würde unser Traumjahrmarkt zum Beispiel aussehen und euch dann diese Konstrukte vorstellen. Also schreibt gerne in die Kommentare, worüber, was unser nächster Traum sein soll, den wir euch gerne vorstellen. Sehr schön. Und gut. Um euch nicht zu lange warten zu lassen. Wir sind sehr gespannt, was unsere Träume so ergeben werden. Ja. Hier ist die Show der Shows. 1 aus 3. Extra für euch kreiert, extra von uns erfunden. Hey. Hey. Ja, dieses Mal, das haben wir vorher wieder mit unserem extrem krassen Losverfahren auserwählt, welche Rubrik wir dieses Mal nutzen. Wir sind letzten Endes hängen geblieben bei der 2. Letztes Mal hatten wir die 1. Was ist dieses Mal? Ist es die Rubrik Nummer 2. Und zwar beinhaltet die Rubrik Nummer 2 ein Quiz, welches sich die Kommentaren, welches sich unsere zwei Duellanten jetzt anhören und richtig beantworten müssen. Auf der linken Seite meinerseits haben wir Ludwig von der Teagrube und auf der rechten... Ludwig! Und auf der rechten Seite haben wir Elias Svantjesson. Pfui! Ja, Elias! Was ist auf, Mann? Reiß das heute! Ja, reiß das heute, Elias! Die Fragen, die ich euch jetzt stelle, sind natürlich auch in der Musikrichtung angesiedelt. Und es gibt ein Punkteschema. Und der die meisten Punkte hat, das habe ich mir noch gar nicht überlegt, hat gewonnen. Haha! Das ist der Gewinner. So. Die erste Frage. Stopp, ich habe noch eine Frage. Ja? Müssen wir gleichzeitig antworten oder wie ist das? Nö, mal wie immer. Okay, alles klar. Antwortet einfach. Irgendwas, irgendwie sagt was und gut ist. Gut, gut. Okay, warte, ich cutte das so ein bisschen dieses Mal. Nein, das ich will nicht. Aber, doch, das geht. Warte. Okay, jetzt habe ich dies. Welche Band wurde wegen ihrer vielen begeisterten weiblichen Teenager-Fans von bösen Zungen auch als Boygroup des Nu Metal geschmäht. Boygroup, das New Metal. Ohne Vorgaben. Ohne Vorgaben. Es gibt keine Vorgaben dazu, ja. Okay. Ich habe eine Antwort. Könnte peinlich werden, aber ich denke, das würde tatsächlich ein bisschen Sinn machen.
Soll ich die direkt raushauen, oder wie? Ja, baller direkt raus. Ich glaube, es könnten tatsächlich die Ärzte sein, weil, okay, weil das schon wieder so bescheuert ist, Boygroup des New Metal, das nicht New, ne? N-U. Das New Metal. Ja. New Metal. Like Linkin Park oder hier Dingens. Ja, was? Was, okay, dachte, also das Flo geht so ein bisschen in die ironische okay. Seite. Okay. Dann Phil, ist das falsch. Was lockst du ein? Naja, also mir sind da jetzt halt spontan zwei Sachen eingefallen. Sag eine Band. Ich sag jetzt einfach Linkin Park. Flo, bleibst du bei den Ärzten? Ich bleib trotzdem dabei. Gut. Über die Band wurde häufig in Jugendmagazinen wie der Bravo berichtet. Es handelt sich dabei um Linkin Park. Fuck! Hier so, ja. Hier so. Die nächste Frage. Welche Ikonen des Pop entstammt mütterlicherseits der Brauerei Päffken Kölsch? Oh nein, die Frage wollte ich gar nicht stellen. Ich wollte die andere nehmen. Na gut, dann nochmal. Ist das okay. Das wäre übrigens gewesen Nico, Sängerin auf der Debüt-LP von Velvet Underground. Sie hieß bürgerlich Christa Päffken. Noch nie gehört. Okay, gut. Ja, deswegen. Es hätte ins Nichts geführt. Das meistverkaufte Album aller Zeiten ist bekanntlich Michael Jacksons Thriller. Mit Abstand. Aber welches Album ist die Nummer 2? Also, die Frage ist jetzt tatsächlich, wie aktuell ist das Quiz? Sehr. Sehr aktuell, denn hoffe ich. Also höchstwahrscheinlich, ich bin der Meinung, ich habe das neulich erst gelesen, aber ich komme nicht da drauf. Es ist auf jeden Fall irgendein neuerer Künstler, der so mega viel verkauft hat, ey. Ich weiß es aber nicht, ganz ehrlich. Irgendwas, was gerade auch in den Charts irgendwie angesiedelt ist, aber damit kenne ich mich nicht aus. Nee, dann bist du auf der falschen Fährte. Echt? Mhm. Oh. Es ist was Bekanntes und ihr kennt es auch. Ich gehe... Darf ich kurz einen Tipp geben? Ja, gerne. 50 Millionen Stück wurden davon bis heute abgesetzt. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich rate, und wenn das okay ist, gilt auch, wenn ich eine Band sage, weil, oder eine Gruppe sage, weil ich bin... Ja, sag mal die Band, ja. Ich würde sagen Modern Talking. Okay. Oh, nur weil du dir es so sehr wünschst, Florian. Ja, bitte, ey. Nee, ich bin, also wenn wir davon ausgehen, wenn es kein neuer ist, dann sage ich die Beatles. Und entweder ist es Abbey Road oder das White Album. Ich bin mir auch nicht sicher. Eins von den beiden vielleicht. Gut. Soll ich es auflösen? Ja, gerne. Es ist AC/DC Back in Black. Oh nein, ich habe kurzzeitig an AC/DC gedacht, aber ja. Als ob die das so oft verkauft haben. Ja. Krass, ey. Okay. Thriller wurde übrigens 110 Millionen Mal verkauft. Also hättest du gefragt, welches das meistverkaufte Album ist, dann hätte ich das gewusst. Aber das zweite war echt knifflig. Das erste kann man ja immer wissen, aber das zweite. Ja, ne? Ja. Ja. So, jetzt mal was Geschichtliches noch einmal, aber in Deutschland ansässiges. Der DDR-Rocker Klaus Renft ging 1976 nach West-Berlin und versammelte dort eine Band um sich. Diese sollte wenig später mit einer anderen Sängerin berühmt werden. Unter welchem Namen wurde diese Band berühmt? Also nachdem die Sängerin dazugekommen ist, dann? Ja. Warte mal, hast du eine Jahreszahl gesagt? 1976. 80er. Ich weiß nicht, ob die da schon unterwegs war. Nena? War die da schon unterwegs? Ich glaube, also Anfang 80er, so Mitte 80er, war die dann auf jeden Fall mega erfolgreich. Kann sein, dass sie da... Ein Tipp. Die Band hat auch den Namen Band im Namen. Typisch Deutsche. Ah ja, okay.
Ach du Kacke, ey. Also ich kann mich jetzt auch wieder nur eigentlich blamieren, aber ich sage. Oh. Nee, 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 nee. Nee, 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 das ist zu früh. Das ist zu früh. Wie hieß denn die? Also ich Du warst kenne mit ich. dem Namen schon sehr nah dran. Nicht Nena, aber der Name ist sehr nah dran. Dann sage ich Christina Lena. Stürmer. Nein. Alter, Florian, 1976. Keine Echt jetzt? Ahnung. Irgendwas mit einem Mit Frauennamen, ja? N, an Anfang und Bend am Ende? Nina Hagen-Bent. Oh, Philipp! Ja. Was? Er hat den Punkt Nummer zwei! Ich Christina gehe Stürmer! das Risiko ein und blamiere mich vor all den Leuten und du sagst, Phil, N am Anfang und Band am Ende. So, oh, geil! Das habe ich doch gesagt, aber schon. Oh, Naja, naja, egal. beim nächsten Mal weiß ich Bescheid, einfach nur länger warten. Gut. Okay, das könntet ihr wissen. Welcher Gitarrist ist bekannt für den Einsatz der Windmühlentechnik? Die Windmühlentechnik. Wie sieht Die die aus? Windmühlentechnik, kurz erklärt, das ist nicht der Helikopter. Anschlag der Gitarre mit einer Drehbewegung des ausgestreckten Armes. Ach du, yo, ich weiß, was du meinst. Also ich weiß, ich kann es mir vorstellen, was du meinst. Mir reicht die Band. Ach so, ACDC, oder? Die Band haben wir heute noch nicht genannt. Okay. Alter, die Bewegung ist so krass bekannt. Na, wer hat das denn immer gemacht? Ich kann euch mal einen Tipp geben. Die Person behauptet, er hätte sich die Technik 1963 von Rolling Stones Gitarrist Keith Richards abgeschaut, der mit dieser Kreisbewegung vor einem Auftritt den Arm lockerte. Das ist der Tipp. Das heißt, Ja, das ist schon es eine wird keiner ältere von den Gruppe auf Rolling jeden Stones Fall. sein. Nee, 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 nee. Ganz schlecht. Keine Ahnung. Oh, weiß ich nicht. Ich sag jetzt einfach. Ich sag jetzt einfach. Ein Weiß ich Tipp, nicht. die Band hat einen amerikanischen Artikel vor ihrem eigentlichen Namen, der selber aber genau so viele Zeichen hat. Was der selber so viele Zeichen hat. Wie der Artikel. Der Bandname hat so viele Wörter, wie der Artikel Buchstaben hat. Zeichen. Nein, Zeichen, wie der Artikel Buchstaben hat, der aber auch noch davor sitzt. Welche Artikel gibt es im Also, Englischen? The Who. De, The de und Who. de. Tatsache. Okay, Florian hat Florian, aber sehr den Hut gut. zuerst Ja. eingeloggt. Es ist tatsächlich Pete Townshend von The Who, Okay. der damit berühmt wurde. Mein lieber Herr, das sind aber auch schwierige Fragen. Das sind wirklich Ja, schwierige natürlich. Fragen. Man muss ja auch mal die Allgemeinbildung in der Musikbranche ein bisschen Finde ich gut, stärken. doch, Das finde ich stimmt, gut. die Zuhörer sollen ja auch was noch davon mitnehmen, ne? Ja, Genau. finde ich gut, doch. Jetzt ist die Frage: Welcher Gitarrist trägt bei seinen Auftritten meist eine Schuluniform? Angus Young von AC/DC. Alter, okay. Dann lassen wir das auch so stehen. Er war gut. Das war sehr schön. Okay. Ich stelle natürlich noch eine schnelle Frage dazwischendurch, weil das ging mir einfach zu schnell. Achso. Ah, nein, doch. Ja, du hast eine noch Welches gehabt. Lied? Noch zwei. Oh. Welches Lied schrieb John Lennon 1968 für Maya Farrows Schwester Prudence? Prudence, Prudence. So 68 irgendwie. hat er für eine andere Frau geschrieben. Für eine Aale hat er eine Frau, Für, ein Lied geschrieben. I don't know. Warte Also, mal. es ist eigentlich relativ einfach. Wenn man die Antwort weiß. Nein, also ja, man kann aber drauf kommen.
Nee. Kein Pass auf, Schimmer. Ein Tipp. Er hatte sie in Rishikesh beim Meditieren kennengelernt, weil sie wegen ihrer Depression immer besonders lange meditierte, schrieb er die Anfangszeile Why don't you come out and play? Davor, vor dieser Anfangszeile, steht natürlich auch der Songtitel. Wie beginne ich denn einen Brief? My dear friend. Oder lovely. Ah. Dear Prudence ist der Song. Dear Prudence. Gut, keine Ahnung. Nein, leider nein. Wir kommen wieder zu etwas Eingedeutschten. Einer der unverwüstlichsten Lagerfeuerknüller des Rock ist zweifelsohne The House of the Rising Sun. Und natürlich wurde davon 1965 auch eine deutsche Version veröffentlicht. Allerdings ausnahmsweise in der DDR. Wer sang sie? Auch in den 60ern. Ja. 1965. Gab es da überhaupt schon deutsche Künstler? In der DDR? Das wurde in der DDR veröffentlicht, das muss man auch denken. Also DDR-Künstler, man kennt ja meist nur die aus dem Westen. Boah, ist das... Nee. Ja, nee. Deswegen. Was sind denn da für Künstler unterwegs gewesen, ey? Hier, Nee. Ich passe. Nee, fällt mir auch nicht so ein. Manfred Krug. Ja, natürlich. Wie konnte man kennt das nicht wissen? Andere gute Songs von dir? Aber wo wir gerade bei deutscher Musik sind, deutschen Musikklassikern. Philipp hat gewonnen, aber das wollte ich nicht sagen. Ich bin ein deutscher Klassiker. Herzlichen Glückwunsch. Applaus. Für dich. So. Es gibt, das habe ich jetzt mitbekommen, eine Klage gegen Michael Wendler. Weil er, das ist jetzt kein Scheiß, von Matthias Reim, weil der Song, ein Song von Matthias Reim hat ähnlichen Anfang wie der von Michael Wendler. Das ist sehr interessant. Das ist jetzt aber eine Aufgabe an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Wie heißt Matthias Reims Lied, von dem Michael Wendler den Anfangspart für seinen Song Egal geklaut hat? Das ist jetzt so eine kleine Herausforderung mal. Damit auch die Zuhörer ein kleines Quiz erleben können. Wenn wir die das Klicks für Matthias Reim wieder nach oben zu pushen. Ja, und wenn wir das also hört alle Songs. Wenn wir das rausgekriegt haben, welches Lied das ist, dann klauen wir uns das auch zurück. Oh. Naja, gut. Das war's auch schon wieder mit den heutigen Podcasts hier am 24.01.2021, der zweite Podcast von For Next Time. Wir waren sehr zufrieden damit und ich hoffe, ihr auch. Gebt gerne ein Like in die Kommentare. Bitte schließ es euch. Nee, gebt gerne ein Like. Ich warte. Mir ist nämlich sehr wichtig, dass in den Kommentaren auch alle Tiere, die erwähnt werden, mit der richtigen Anzahl an Haas geschrieben sind. Das Meerschweinchen wird nicht mit einem H geschrieben. Das hat zwei, genauso wie Habicht. Das hat auch zwei H. Habicht. Oh, geil, schön. Den Link von dem Video setzt mal auch in die Kommentare nochmal drunter, damit die anderen dann auch nochmal wissen, worum es geht. Oh ja, auch Spaß haben. Oh. Also wir haben heute, ich glaube, wir haben heute so Publikums-Zuhörer-Interaktion einfach mal komplett nach oben getrieben. Also so viel, wie die Leute jetzt zu tun und erledigen haben, das ist ja mehr als beim Homeschooling. Ist so, ich hoffe, die haben alle mitgeschrieben. Jo, da könnt ihr mal richtig mitwirken. Ja, vergesst nicht, am 29.01. nächsten Freitag
auf der YouTube-Seite der Villa Lampe vorbeizuschauen und schaut euch den Online-Bändeabend an, denn da sind wir dabei mit 4 Songs, davon auch natürlich noch unveröffentlichen. Und schaut euch und hört euch gerne nochmal unser Spotify an, denn da ist jetzt der neue Song With You draußen. Natürlich auch gerne bei Amazon Music, Apple Music, überall, wo man streamen kann. Jawohl. Und abonniert gerne den Kanal, drückt auf Like. Bis dahin, viel Spaß. Auf Wiedersehen. Vergesst nicht, in die Kommentare zu schreiben, wer nächstes Mal dran sein darf. Sei es der Elias Svensson oder Svantesson. Achso, warte mal. Mann, scheiß drauf, ich rede jetzt weiter. Oder Lutz von der Teergrube. Ludwig, scheiße, Mann, was ist denn hier los? Lutz ist gut. Lutz, Ludwig von der Teergrube. Also, bis dahin, macht's gut. Wir, wie wir, Gesagen zu pflegen, zu sagen pflegen, gepflegen zu sagen, vor next time. Hab ich da 2 Haare?